Okay, hier wieder Cobra Regie Commentary. Wir sehen hier Matsuso gegen Robin GG in der Top 8. Das ist so ziemlich das einzige Upset, also. Oh! Und das ist auch schon der erste Stock. Mit der Turnip. Und das macht sehr viel Damage. Oh ja, oh, 63%, da ist der Stock schon fast wieder weg. Schafft sie aber noch mit der Upbeat zu recovern. Genau, einziger Upset. Matsuso hat Flora besiegt und ist damit mit dem vierten Platz noch weitergekommen. Robin GG hatte ein sehr knappes Set gegen Ruven. Aber hat es geschafft, den ersten Seed zu bekommen in dem Pool. Oh, und das... Oh. Einfach sehr gefährlich mit den Turnips. Oh. Regenschirm genau im richtigen Moment eingesetzt. Der Stock ist so ziemlich weg bei beiden, aber Matsuso schafft es zuerst, den Stock zu ziehen. Und das ist jetzt even. Okay, Combo, Start. 20 gute Prozent. Jetzt auch schon auf Max Rage. Müsste aber noch Prozente machen, bevor es hier weitergeht. Ah, 83 ist schon, sieht schon besser aus, aber kann den Stock nicht lang genug halten und das Ganze geht in den letzten Stock für Matsuso. Oh. Und war es das schon? Nein. Down Smash von Peach nicht stark genug. Aber jetzt an der Edge. Okay, Matsuso schafft es nochmal mit der Serie zu treffen. Charge Shot ist nicht aufgeladen, aber trotzdem der Grab kommt. Es wird zu lang gepummelt und Robin GG macht den Sack zu. 1-0. Für Robin GG. Okay, dann gehen wir hier direkt in die nächste Runde zwischen Robin Jai Jai und Matsuso. Robin Jai Jai führt mit 1-0. Ich glaube, gerade hat er. Hallo? Stock oder getoastet? Hallo? Ja, hallo? Du bist okay. Dabei, live, oh, sorry. Live dabei. Ich muss mich ein bisschen beruhigen, weil das Match gerade eben. Oh, harter Punish. Auf jeden Fall sehr harter Punish von Robin Jai Jai. Ja. Auf jeden Fall guter Pressure von Robin Jai Jai. Oh. Oh. Hier sehen wir die Peach-Kombos. 5 Kombos, das Set 67. Ein Matchup weiß ich gar nicht.
Kann ich dir nicht sagen, wie das so ist zwischen den beiden. Ist eigentlich okay für Samus, glaube ich. Ich glaube, für Samus ist echt in Ordnung. Ist, glaube ich, nervig für Peach, der Charge-Shot. Also heftige Klatsche gegen, muss ich sagen. Aber mit Jai-Jai dreht er richtig durch. Dazu so muss sich auf jeden Fall was Heftiges einfallen lassen. Robin Jai-Jai sieht da überhaupt... Oh, sehr schön. Aber wir dürfen nicht... Oh, schön runtergezogen. Aber es reicht nicht ganz aus. Da hat sich Robin gut gerettet. Zuckerrühre bekommen. Downtilt to fair. Side B. Oh, das reicht tatsächlich. Hat auf jeden Fall kurz einen Prozess gemacht. Schneller Freestock. Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Welche Welt jetzt kommt. Mal gucken, was jetzt passiert. Aber auf jeden Fall hatte ich ein heftiges Match eben. Gegen Schatten der Nacht. Aber so matschig, ich bin so matschig im Kopf gerade. Das war so heftig, hat so gut gespielt, auf alles gewartet. Alle Projekte, dass du matschig im Kopf bist? Achso, weil er kennt halt da, oder er kennt mich als Spieler, ich weiß es nicht. Bei uns ist es immer so, entweder er greift an oder ich greife an. Wir warten eigentlich nur auf den Fehler und wenn er mich mal hat, dann macht er näher ab, boom. Ich sterbe teilweise schon mal 90 auf PS2. Mhm. Aber dann kommt er auf einmal, beißt er mit seinen unglaublichen Dark Hands und dann klappt das auch teilweise. Ja, war schon auf jeden Fall sehr heftig. Ja, weil stark. Ich nur so nebenbei Bescheid. Habt ihr das denn eingetragen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Mark hat das jetzt eingetragen. Okay, wow, stark. Oh, jetzt sehen wir hier auf jeden Fall Yoshi. Da gucke ich jetzt natürlich jetzt nochmal genauer zu. Was sagt denn jetzt unser Cobra dazu? Ey, das Matchup ist machbar auf jeden Fall mit Yoshi. Mm. Oh! Alter. Oh, direkt zurück. Direkt damage. Oh, guck mal. Und Yoshi führt. Ich sag nur Yoshi, Amsa, Milei. Jetzt dreht jetzt auch so durch. Hoffentlich ist der jetzt auch. Und der ist auf jeden Fall stark gegen Peach, der Up Smash. Sie will natürlich in der Luft sein und wenn du da schön wartest, dann kann man da durchaus. Wow. Oh mein Gott, der F Smash. Das war schon. Führung für Matsuso, sauber mit dem Yoshi. Immer Vertrauen. Yoshi. Heftig. Vertrauenswürdig. Ja. Okay, jetzt eine Sounde, vorsichtig. Okay. Backer von Peach, noch eine Backer. Oh, Callout. JJ gewartet und direkt gespiked. Heftige Musik auf jeden Fall. Ich frag mich, wer von denen das genommen hat oder ist das vielleicht Render gewesen? Von wo das kommt? Ich glaube, das ist. Na, von wo kommt das? Bin mir nicht sicher. Chat, ihr könnt uns gerne helfen. Von wo kommt die Musik? Oh, das war eigentlich eine gute Chance. Ich weiß es gerade nicht. Ich kenne das hundertprozentig. Entweder ist es bei Others, also bei anderen Liedern, oder eventuell bei... Mir fällt ja gerade ein Name nicht ein. Oh, die aber auf jeden Charged Fall F-Smashes. Mhm. Okay. Oh! Schöner Spike. Das war eine schöne Kopfnuss, könnte man sagen, von Yoshi. Ja, wieder Führung von Matsuso. Oh. Klasse okay, gemacht. Gut. Oh, okay. Gut geeilt. 164. Schön gemacht. Schön gewartet, aber da kriegt er die Backer und überlebt bei 180. Oh. Schöne Nähe. Combo. Down Tilt, aber leider nicht connected. Bei 186% so komisch weggeflogen. Aber danach wurde er doch noch gekillt. Jetzt muss er auf jeden Fall. Was? Ich glaube, die beiden kennen sich irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon auf jeden Fall sehr krank, was man hier sieht. Nicer Stuff. Aber Spike Matsuto muss jetzt auf jeden Fall aufpassen. Hat alles sehr gut aufgebaut. Kann man machen, aber man muss echt aufpassen. Ich sag's ja ungern, aber dafür wird man eigentlich hart gepunished. Schön gemacht. B. Okay. Beide warten auf den richtigen Moment. Du hättest locker schon B gedrückt. Okay, jetzt der Moment der Wahrheit. Okay. Kann man zu so ein Game von Robin GG ziehen? Oh, das war die Chance. Oh nein. Zweifach bis dreifacher Missklick am Ende. Das sieht man selten. Der eine hat verklickt, der andere hat verklickt. Und dann hat doch Yoshi gesagt, komm, hör auf. Eine F-Smash. Ja. Dicke Kopf, das hat gereicht. Ja, doch, ja, das 2-1. Sehr gut gemacht. Von Ja, ich habe auf jeden Fall seine... heftige Switch gesehen. Sieht sehr, sehr nice aus.
Ach, also du meinst in-game. Die Super Switch? Mm. Normal. Müssen wir auch bald machen, Buddy. Ja, habe ich eigentlich auch echt was drauf. Machen. Mhm. Quang! Quang, 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 quang. Quang, quang, quang. So. Beste Musik hier, ganz groß. Nur bei Robin Jai Jai, er weiß ganz genau, dass er angemeint ist. Bestes Spiel, was es gibt. Bisschen Budgie. Super Mario Brothers 2. Budgie. Nee, heißt das Brothers 2? Super Mario 2, sagen wir noch New so. New Super Mario Bros. 2. Und jetzt sehen wir Budgie gegen Bayonetta. Yoshi. Oh. Mm. Ja, gucken, auch, kann ich mir schon vorstellen, auf jeden Fall. Also ich mochte es immer sehr ungern, gegen Bayo zu spielen als Yoshi. Schauen wir, was passiert. Man muss so patient sein, man darf halt nicht rumjumpen oder so, kommt direkt die Side B. Mm. Muss halt unter den der Plattform warten. Ja. Ein bisschen zappeln, dass es nicht so aussieht, als ob man wartet. Mm. Und dann einfach nur drauf warten, dass er eine Side B kommt und dann schilden halt. Alter. Und punishen. Auch wenn man diese Combo eben schon tausendmal schon gesehen hat, immer wieder gefährlich, aber auch schön anzusehen. Ja. Aber wieder eine Side B. Schon gefährlich. Oh, scary. Ah, nicht wieder von der Side B treffen lassen. Oh, und das ist ein harter Punish. Das meintest du wahrscheinlich eben. Mm. Ja, also ich meinte eher Side B, aber ja. Man sollte Side auf jeden B Fall. Auch, ja. Also ich spiele lieber Patient gegen Bayonetta. Aber klar. Ich werfe mit Eiern und hüpfe ein bisschen rum und dann irgendwann kommt die mit Side B rein und ich versuche das halt zu punishen. Aber ich kann auch nicht besonders gut gegen sie spielen und das ist auch schon direkt der zweite das Kill. Das war Damn. Ziemlich schnell. Gucken. Aber Yoshi kann auch sehr lange überlegen gegen Bayo. Mhm. Kann. Ja. Wenn sowas nicht passiert. Oh, Down Air. Down Air killt so heftig. Oder ist Budgie einfach so heftig, falsch die halt weggeflogen. Oh ja, Goof schreibt Smash 4 Flashbacks. Das stimmt, ja. Ja, definitiv. Kann ich nur bestätigen, Goofy. Also wenn man in diesem Spiel Bayo gut beherrscht, sieht das durchaus so aus wie Smash 4 Bayo. Mhm. Aber so Up-Air, Back-Air, naja, die sind alle schwächer geworden. Und auch die Witch-Time, das merkt man nur nicht so hart. Ich wollte gerade sagen, das merkt man gar nicht so wirklich. Oh, und das Spike, okay. Okay, sehen wir hier jetzt ein Comeback. Hat der gut da DI'd oder raus SDI'd, was glaubst du? Ich habe da gerade nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Guck, er kommt ja manchmal da raus. Überlebt er. Wir sprechen hier von Yoshi. Oh, und der... Dicke High Heels bekommen. Ja. Von Bayonetta. Hexer-Hacks. Oder Hexer-Hacken. Hexer-Hacken. Auf jeden Fall von beiden Spielern gut gespielt. Robin Jai Jai zieht jetzt weiter.